Du wirst noch sehen, Alter. Ey, Patrick, Doran! Was soll denn das? Das wollte ich was soll das? Nicht. Das wollte was ich soll nicht. Das, Mann? Das wollte ich wirklich. Du kleiner Bastard, Alter. Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel von Craft Attack. Wir haben wieder sehr viele Leute versammelt. Ich fand das davor besser. Also das von Revi will ich nicht. Schneid dich eh raus, nee. Felix. Ich will ganz kurz anmerken, ich will nicht, dass Revi wieder Bürgermeister wird. Doch. Der war ein scheiß Bürgermeister. Nächste Woche 24 Stunden alle einschalten. Revi war nie Bürgermeister. Was? Ich würde mich jetzt gerne ganz kurz bei Jens bedanken für die Vorbereitung. Jens? Danke, Jens! Danke! Ich natürlich auch. Vielen Dank, dass ihr mich zum Bürgermeister gewählt habt. Danke. Leute, jetzt können wir auch eigentlich schon losfliegen, oder? Ja, aber Revi, du hast etwas vergessen. Ja. Und zwar dieser schöne Kristall in der Mitte. Du hast die Geschichte und die Historie dahinter vergessen zu erzählen. Und zwar, dieser Kristall hat uns davor gerettet und hat uns in diese Welt von Craft Tech 4 hineingebracht. Alter, und das ist ein Teleporterstein. Aber wir hatten extra Revi geopfert, damit wir überlauben. Ja. Ja, wieso ist der jetzt wieder da? Das macht ja, weil er auf mich nicht. Das macht mich traurig. Der Stein hat übrigens noch eine Besonderheit. Der hat nämlich in die Videobeschreibungen den ersten Link, den Download-Link von Craft Attack Map Nummer 3. Alter, bei mir auch? Also bei mir nicht. Bei jedem richtigen Hex. Stimmt. Darf man den abbauen oder nicht? Ich höre dich. Und fliegen! Guck, er fliegt schon! Ich hau den! Kevin, flieg ich richtig? Ja, du fliegst richtig! Kevin, komm weiter, Kevin! Ah, da ist ein Dorf! Da unten ist ein Dorf! Da will ich direkt hin! Komm, Kevin, direkt dahin! Such die Schmiede! Und nicht zu schnell landen, sonst stirbst du! Such die Hä? Was? Die kleinen Sträucher, Junge, die wollen alles hier klauen! Ey, Kevin, ich flieg komplett falsch! -250, -250, beides! Junge. Ich verbrenne Lava! Kevin, hilf mir! Ich bin in Lava geflogen! Kevin! Ich kann dir das ganz schwer sagen. Warte, ich sag dir, in welche Richtung du gucken musst ungefähr, ja? Ich bin jetzt schon wieder unten, Alter. Soll ich mich jetzt nochmal umbringen? Nee. Ich weiß ja nicht, wo du jetzt genau bist. Warte, ich hab's grad. Ja, warte, ich komme. Ich bin jetzt im Dorf. Der Patrick der Räudige, der soll aufhören. Ich bin im Dorf, Kerl. Ich hab's geschafft. Ich bin hier direkt einen Baum am Abbauen. Ich hab uns schon die Bücherregale gesaved. Okay, hier ist Margofino. Ich töte ihn. Varo! Es ist Varo! Alter, hat mich die ganze Zeit gerade schon abgefuckt. Kevin, gib mal Schwert. Warte, hier ist ein Schwert. Gib schnell. Ja. Nicht die ganze Zeit hauen, du musst immer ein bisschen warten wegen Cooldown. So, okay, hat man das auch schon geklärt. Gut. Dann würde ich sagen. Du tötest den einfach. Ja, was denn, wenn er mich die ganze Zeit schlägt, Alter? Er hat angefangen. Der rastet gerade richtig aus. Hast du Kartoffeln geholt direkt, Kevin? Die hatten keine Kartoffeln, nur Getreide war hier in der Stadt. Was für aber Bastarde. Entschuldigung. Die haben alles auch noch eingenatzt hier an Getreide und so, ne? Ich hab das abgebaut und die sind einfach drüber gelaufen, Spark und hier. Kevin, die Bücherregale hier. Yo, Mann, wir haben dann jetzt schon über 40 Bücher oder ja, so, ne? Das ist ganz geil. Lass uns direkt hoch auf den Berg gehen, oder? Ich wurde direkt nach unten, dass du das Diamanten direkt holst. Lass uns direkt erst auf den Berg unser Grundstück abstecken, das ist das Wichtigste, Kevin. Diamanten finden wir später noch. Lass uns direkt hier hoch auf den Berg gehen und das Grundstück abstecken, komm. Ey, hier können wir Fackeln holen direkt. Kevin, komm mal her. Kevin, schau her. Warte. Ey, ich will eine Psychiatrie bauen, ne? Ja, dann aber nicht in meiner Nähe. Ja, da musst du dein eigenes Grundstück suchen. Kevin, jetzt guck doch mal, wo willst du hin? Schau mal her. Kevin, komm her. Warte. Ich will hier ein bisschen Kohle holen noch. Komm her, wo bist du, Kevin? Komm. Hinter dir, hier hinten bin ich. Hier, Kevin, guck am Berg. Lass uns. So, warte, ich bin bei dir. Ich find's hier überhalb des Dorfs. Guck mal hier, überhalb des Dorfs. Wie findest du es da? Da. Also, Leute, ihr seht, es ist wieder Craft Tech Zeit. Es wird wieder richtig witzig. Der 24-Stunden-Stream, der nächste Woche stattfindet, beziehungsweise diese Woche sogar, der wird auf jeden Fall hart nice und da wird auf jeden Fall wieder Craft Tech gespielt. Und ich glaube, ich habe gerade schon den Grundstein für den ersten Beef gelegt. Das war auch mein Ziel in dieser Folge. Dena spielt mit und ich denke mal, dass ich auf jeden Fall noch direkt Denas Haus zerstören werde. Also so sieht es auf jeden Fall aus. Wir haben beide wieder extrem Bock auf Craft Attack, Freunde. Wir haben das so hart vermisst. Ich liebe kein Projekt so sehr wie Craft Attack. Oh, hier ist Spark auf Phoenix. Kevin, beeil dich. Hier ist Spark. Der will hier hoch. Alter, warum greift der mich an? Wer denn? Petrit. Soll ich dir helfen? Ja, wäre ganz gut. Digga, warum greift der mich an, Mann? Warum, Junge? Alter.
Ohne Witz, warum? Wo ist der Wichser? Wo ist der Wichser? Hat der ein Schwert gehabt? Ja, hat der. So, jetzt raste ich aus, Projekt über. Warte, ich töte Patrick jetzt, Das war ein Fehler. Ich hab nur ein halbes Herz, Kevin, ne? Das schaffst du nicht. Warum nicht? Junge, ohne Witz, Alter. Das ist richtig scheiße jetzt. Ey, der soll die Sachen wiedergeben. Ich du Huso, Alter. Ich hab dir noch nicht mal was getan. Ich hab dir noch nicht mal geholfen, wo du den angegriffen hast. Warum hast du ihm ein Schwert gegeben? Ich wollte ihn gar nicht töten. Ich hatte ihm einfach ein Schwert gegeben, weil er gefragt hat, ob ich ihn eins machen kann. Ja, hier nimm Revi, komm, ich geb dir ein Schwert, komm. Pette, das hier oben ist mein Grundstück, weg mit dir. Ja, ja, ich baue doch hier doch nicht, ich bin doch nicht Kerl. Weg mit dir! Halt doch dein Maul! Pette, du wirst sowieso kein Haus bauen können, ich spreng das immer. Ja, aber Pette, der wird dich so abfacken, Alter. Ich schwöre dir, ich hab 24 Stunden Zeit nächste Woche, Alter. Ja, ja, ich geb dir 24 Stunden Zeit. Ich werde dich nur abfacken. Ich schwöre dir, Pette, du hast... Revi, du weißt, dass ich nur 20 Minuten von dir weg wohne oder ein bisschen mehr, aber... Halt deine Fresse, ich mach dir einfach nicht auf. Du hast die psychopathischen Kräfte aktiviert, Pette, das waren die größten Fehler. Du wirst direkt leiden, Patrick. Du wirst direkt leiden. Du wirst sehen diesmal, nicht wir. Du wirst sehen, mein Freund. Die ganzen Sachen, alles, was ich gesammelt habe, du 31er. Was für ein 30er, Digga? Ich geb dir die doch. Du bist richtiger 31er. Ich hab dich nicht mal mit Revi angegriffen oder so. Ja, aber du hast ihn mit Waffen versorgt. Ja, und wenn dich ein Freund fragen würde, ob du ihm was machen kannst, würdest du ja auch machen, oder nicht? Ist echt so, Patrick. Du bist so ein Wichser geworden. Guck mal, wärst du jetzt so angekommen? Du wusstest, dass er mich damit töten möchte. Nein, wusste ich nicht. Ey, Patrick, lass die Kohle in Ruhe, das ist meine. Was für deine, Alter? Ich schwöre dir, ich brauch die Kohle. Mein Grundstück abzuschicken. Ich geb dir gleich Kohle. Patrick, ich hab ein Steinschwert. Ich töte dich oder gib mir das. Ja, okay, ich geb dir das. Warum töten die sich jetzt alle? Wie kommt man da hoch? Bau dich einfach hoch. Junge, wie viel Grundstück nimmst du denn, Mann? Ich nehm die ganze Landzunge, du Bastard. Oh, geh, dann baue ich das einfach da oben was, Alter. Du baust hier nichts bei mir in der Nähe wieder, Patrick. Ich will die Sachen haben. Halt dein Maul, du wirst noch sehen, Alter. Ey, Patrick, Mann! Du Hurensohn! Was soll denn das? Das wollte ich wirklich nicht. Was soll das? Was soll das, Mann? Das wollte ich wirklich nicht. Du kleiner Bastard, Alter. Wo muss ich jetzt hin? Ich schwöre dir, du holst jetzt mal alle meine Sachen wieder, Patrick. Was soll das? Ich wollte sowas nicht. Nein, ich bin tot. Ich wollte Junge, das ist die Strafe dafür, dass du mich einfach getötet hast gerade, ohne dass ich ja was getan habe. Oh, Patrick, du bist so ein unehrenhafter Bastard, ne? Und du Bastard, du hast doch nicht mal die Bücher gehabt. Ich hab die Revi gegeben. Revi hatte die 100%. Ja, Revi, hast du die Bücher gehabt? Ja, hatte der. Okay, du bist die Klippe runtergefallen. Ja. Okay, ich hol alle deine Sachen schon mal. Nur, das war aus Versehen, ich wusste nicht, dass das ein Abgrund ist. In der Nähe vom Wasser oder wo? Ja, in der Nähe vom Wasser. Ey, die sind halt im Wasser gefallen. Ey, ich finde diesen scheiß Platz nicht mehr, Mann. Wegen dir, jetzt bin ich hier irgendwo im Wasser, wegen dir, du Hure. Minus 300 und minus 300 bei Z. Oh, kotzt du mich an, Alter. Ich hab keinen Bock mehr auf dich, Patrick. Junge, übertreib doch nicht die Lage. Wo sind deine Sachen, Patrick? Ich hab ihn gebannt, Alter. Ich weiß nicht, wo deine Sachen sind, ist ja, das die liegen Problem. Unterhalb der Klippe. Ey, ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss, Mann. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss, Kevin. Ich schwimme jetzt hier gerade irgendwo im Wasser wegen diesem Bastard, Alter. Warte, weißt du nicht mehr, wo du gerade hingeflogen bist, in welche Richtung? Ich weiß nur nicht, wo der dich gerade runtergehauen hat. Ja, warte, ich guck jetzt. Steck du schon mal oben bitte mit Fackeln diese Landzunge ab. Warte, Patrick hat mich gehauen, ich töte ihn jetzt wieder, ist mir scheißegal. Der wird jetzt sehen. Du hast dich mit Psychopathen angelegt, Patrick. Das war der größte Fehler. Welche Koordinaten muss ich, Kevin? Minus 250, minus 250, dann bist du direkt im Dorf. Okay. Das war sein größter Fehler, sich mit mir anzulegen. Der wird sehen, der Junge. Ich bug hier voll im Wasser, ich schwimme gerade mit diesen Flügeln unter Wasser, was ist das? Ja, ich habe das Gefühl, dass der Server gerade eh noch ein bisschen am Lenken ist, weil alle in andere Richtungen geflogen sind. Und so, Patrick haut die ganze Zeit ab. So, jetzt habe ich ihn nochmal getötet, den Dreckshund, Junge. Der wird sehen, ey. Minus 250, minus 250. Ja, genau, minus 250, minus 250, beide Koordinaten. Safe nicht. Da, wo ich gerade hinschwimme, sieht es ganz anders aus. Das ist genau die. Das muss da sein. Warte mal. Also ich kann dir meine mal sagen. Ich bin auf minus 350, minus 320. Und das ist hinter dieser Klippe. Das ist so ein ganz hoher Berg davor. Also hier sind ganz viele hohe Berge, ja. Ey, ich werde das niemals, finden. Ich werde das niemals finden, Mann. Ja, Leute, ich würde sagen, wir machen einen ganz kurzen Schnitt. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder, wenn ich es dann gefunden habe und mein Grundstück abgesteckt habe soweit. Und alles ist cool und easy. Und Leute, das ist jetzt schon die Kampfansage an Patrick. Du kleiner Bastardsohn. Patrick, glaub mir, du wirst so hart leiden. Du wirst so hart leiden für diese Scheiße. Leute, das war's von dieser Folge. Lasst einen Daumen hoch da. Ich freue mich wieder auf Craft Attack. Haut rein. Tschüss.